Hier sind wir wieder und wir waren dabei, nee, ich sag mal etwas ja, automatisiertere Scheißfarm zu bauen, Insektenfarm zu bauen. Ich hasse es. Und zwar sollen die rauspumpen und gleichzeitig reinpumpen aus dieser Kiste auch. Und hier sollen die Schamps aufgehoben werden. Hier pumpt der raus. Das Problem, was ich jetzt habe, gedanklich ist, dass ich Eisenrohre brauche anscheinend. Moment. Und zwar überall, wo die sich treffen. Ich leg die mal kurz hier zusammen. So, also brauche ich hier ein Eisenrohr. Iron Transport Pipe. So, jetzt brauche ich mal einen Schraubenschlüssel, den ich natürlich nicht dabei habe. Den habe ich unten hingepackt, oder? Ich glaube schon. Puck, 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 puck. Hier. Nein. Habe ich ihn doch oben? Ich habe ihn anscheinend doch oben. Und was machst du gerade? Stones. Okay. So. Ah, wo habe ich denn... meinen Schraubenschlüssel hingelegt. Da ist er. So. Und zwar... sollen die da lang weiter fließen? Und dann hier reinkommen. So. Dann da reinkommen, habe ich gesagt, ne? Fließen die denn auch Steinrohre zurück? Ich denke mal ja, ne? Also Holzrohre meine ich, ob die Holzrohre reinfließen. Ich hoffe es jetzt einfach mal. boah, heftig, warte. Ich muss hier noch weg. Das ist echt umständlich, was ich hier gerade mache. Stonepipes. Ich hänge. Mit einem Ding wäre das viel einfacher. So, Stonepipes. Zwar hierhin. So. Da sollen sie wieder rausgepumpt werden. Ach, Gelb soll da gepumpt werden. Geht das so? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, das ist das Problem. So, da sollen Bienen rein. Ich habe gerade nicht sonderlich viel Platz für Bienen.
So. Es wird gerade dunkel, ich gehe mal kurz schlafen. So. Da wird ein Jump gepumpt. Ja, da darfst du gar nicht lang. Okay, dann fliegen sie einfach wieder zurück. Da dürft ihr auch nicht lang. Jetzt pendeln die da immer hin und her, oder wie? Ne, doch nicht, jetzt gehen sie hoch. Das ist die Frage, gehen sie? Die Biene geht wieder rein, okay. Dürfte dann wieder rausgepumpt werden auf Dauer. Gehen die automatisch immer nach gelb? Sieht gut aus eigentlich. Da wird jetzt gerade eine Königin reingepumpt. Mal gucken, ob das geht. Königin ist drin. Die will Kaktus. Da ist natürlich noch keiner. Da steht, glaube ich, zu sehr rechts. Warum ploppt hier die Biene raus? Warum ploppst du raus? Weil alles voll ist, dann geht doch wieder zurück. Dann muss ich das so machen. Das könnte sogar fast sein, glaube ich. Dass die da nochmal so einen Loop brauchen, damit sie nicht rausploppen. So wie die da. So. Denn die sind ja sowieso jetzt gerade dauerhaft voll. Die werden ja nicht rausgepumpt momentan. Muss ich noch Redstone Engines hintersetzen. Ich will jetzt aber erstmal gucken, ob die hier noch irgendwo rausploppen oder nicht. Ey, wie kompliziert das da aussieht. Viel komplizierter, als es sein müsste. Aber ich glaube, es funktioniert. Ich ziehe jetzt hier einfach schon mal eine Decke drüber. Fuck it. Ah, mit den Loop wird's natürlich blöd, ne? Naja, Arbeitsrisiko. So. Oh. Raus aus meiner Anlage. zwei Redstone Engines brauche ich noch. Okay, Katzen. Das ist ganz wichtig. So. Zwei Redstone Engines. Das ist normale Stein. So, okay. Zwei Redstone Engines.
So, so. Pistons. So. Stone Gears. Pistons. Glas. Holz. Ich habe echt so wenig. Okay, ich habe echt so wenig. Habe ich gerade Stone Gears gesagt? Ich meine natürlich Holz Gears. Wovon ich wohl bemerkt zu wenig gemacht habe. Daher hole ich das nochmal kurz nach. So. Hopscha. Einen Hebel brauchen wir dann auch noch. So. Hoppala. Dann wollen wir die doch auch mal fertig anschließen, würde ich mal behaupten. Ich hasse euch. Ich hasse euch so sehr. Ich hasse die Viecher echt so sehr. Ihr seid so nervig, ihr scheiß Biene, ne? Heftig. So. Ich wollte mal einen Sandblock. Der ist doch gut. Ja, ich bin vergiftet, ich weiß es. Meine Fresse. Ihr seid schon so leicht nervig, muss ich zugeben. So, für euch war das so weit weg, ne? Zaun, tut mir leid. So. Sand. Kaktus. Machine or in... Ja, du hast doch einen Kaktus. Oder was willst du? Den Bier-Analyzer habe ich noch dabei, aber kein Honigtropfen. Ich gehe mal kurz gucken, was die Biene will. So. Kakti, ja, steht doch da. Scheiß Vieh. Dummes, kleines Scheißvieh. Da steht ein Kaktus genau neben dir. Vielleicht muss der noch wachsen, aber sonst... Der auch. Alter. Ey, wo ist hier eine Jungle Bee drin? Scheiß Mistviecher. Der ist nur zwei entfernt. Der auch. Oder müssen die drei groß sein, damit die Bienen daran arbeiten? Kann das sein? Boah, Alter. Lasst mich. In Frieden. Ne, keine Ahnung. Alter Schwede, geht es mir auf den Sack, scheiß Bienen. So. Ich werde jetzt, sobald ich da runterkomme, hier nochmal kurz. Na, kommt her.
da. Da kommt jetzt nochmal so ein Kaktus hin. Ist natürlich kein mehr dabei. Man sollte jetzt aber auch so langsam mal Ruhe geben, diese Kackviecher. Mit dem Song kann ich nicht sonderlich viel anfangen. So. Sand. So, die Kackdinger da wachsen sowieso auf Dauer. Und wartet, bis sie groß sind. Geht mir nicht auf den Sack. So, ich gehe mal kurz schlafen, damit die Bienen da auch weitermachen. Dann dürfte ich da nämlich jetzt auch eine automatische Bienenfarm, also so eine dauerhafte Bienenfarm haben, ey. Meine Güte. Label. Label. So. Hat keine Bienen drin. Sind gerade alle auf der Reise. So. Hopp, hopp. Da rein. Ich würde gerne Biene haben. Ne, keine Prinzessin, ne, normale. Und ploppen sie raus. Lass mich bloß in Frieden. Die arbeiten jetzt. Also das sind ja auch die Tropical. Ich gerade spüre. Da. Mal gucken, ob sie hier irgendwo rausploppen. Sieht aber nicht so aus. Tja, dieser Loop bringt's anscheinend doch. So, ich hätte jetzt gern eine Biene. Da wurde doch gerade ein reingepumpt, oder nicht? Hallo? Da, da. Mist. Das war, glaube ich, eh eine Tropical Princess. Geht zu rot. No. Zu rot. No. Tja. Ich glaube immer eine, ne? So. Passt. Haben wir die Dinge auch schon mal markiert? Ich sag's mal so. Wieso die jetzt nicht die Bienen wollen, weiß ich auch nicht. Modus Queen. Alter. Das hätte ich mir echt mal so einen Imkeranzug oder so machen, damit ich hier rumlaufen kann, ohne dass sie mich vergiften, diese Mistviecher. Tropical Bee. Flowers Nocturnal. Ah ne, es braucht Flowers. Was ist denn Nocturnal? Ich guck mal kurz, ich weiß gerade echt nicht, was das heißt. Übersetzt, ja. Also nachtaktiv vielleicht? Keine Ahnung. Nocturnal. Nächtlich, ja, nachtaktiv.
wie es mir aus so leicht ableiten konnte, aber ich wollte es sicher gehen. Dann gucke ich mal, ob die Viecher in der Nacht dann wenigstens arbeiten. Das ist schon heftig. Ich finde das Hammer. Einfach mal ein bisschen Bedrock runter. So, ja, ich will auch hoch. Geht bloß weg, ihr scheiß Mistviecher. Ich wollte mich nur wieder vergiften. Ich bin ja mal gespannt, ob das was wird mit der Farm hier. Es gibt eigentlich noch viel mehr Bienen, das habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Es gibt noch eine Mod, die nennt sich Extra Bees, die bringt auch Bienen mit ein. Diese Mod ist aber allerdings nicht installiert bei VCB Slide. Und ich weiß nicht, inwiefern wir diese Mod später gebrauchen könnten. Das wäre halt so die Frage. All Branches. Okay, whatever. Ja. Wie gesagt, ich weiß halt nicht, inwiefern wir sie später brauchen. Tja. Dann werde ich hier, glaube ich, auch nochmal so einen Zaun ziehen und hier so einen kleinen Eingang machen. Zu den Bienen. So, die müssen in der Nacht arbeiten, okay. Du brauchst Kohle. Kohle, 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 Kohle. Dann versuche ich hier mal Kohle herzustellen. Hopp. Hey du. Mir all die Holzkohle. Hä? Achso, das kommt gerade vom Dings oder wie? Von dem Tetherwerk kam es, glaube ich. Ich habe mich gerade gewundert. Hä, wieso auf einmal? So. Der lädt wieder auf. Der bereitet sich für die nächste Ladung. Yu-Yu Metaphor. Und jetzt habe ich Holzkohle, genau. Davon wollte ich was hier reinstecken. Ich muss mir da auch mal eine andere Energiequelle überlegen. Eine dauerhafte. Ich kenne mich mit den MJ-Produktionen aber ehrlich gesagt noch nicht so sehr aus. Da muss ich also auch nochmal gucken, wie ich das mit den Maschinen mache. Weil ich wahrscheinlich die Maschine auf einer Seite und dann hier so eine MJ-Produktion oder so, keine Ahnung. So. Lol. Silk-Dings brauche ich und zwar verdammt viel. Das kriege ich nicht mal annähernd. Ich werde die aber erstmal auf Private schalten. So, damit mir nichts raus geklaut wird. Und zwar will ich ja dann bei dir dieses Rezept haben. Ist das nicht so? Silk? Doch. Silk Wisp. Ist auch Wisp, oder? Ja. Warum denn jetzt auch immer No Recept sagt? Aber ich es einfach noch nicht Research habe, oder wie? Boah, Enderportal, komm runter. Oder Netherportal, wieso sag ich immer Enderportal? Hä? Warum stackt der nicht einfach? Wie es mich verwirrt. So. Hopp. Die Tropischen sind gerade die Einzigen, die arbeiten. Weil die anderen Nacht haben wollen. So.
Doch nochmal anmachen. Achso, das kann ich auch noch rauskriegen, okay. Was bringt mir das? Daraus kann ich Slime Balls machen mit Pollen zusammen. Up your wrist pipe. Was ist die Eigenschaft davon? Wenn man dafür sogar eine Diamantenpipe opfern muss? So, der ist fertig. Hier. Tja, da muss ich mich auf jeden Fall nochmal erkundigen, vor allem was ich mit der Energiegewinnung mache, weil ich finde, so geht das überhaupt nicht klar. Ein Generator, es gibt noch einen Generator, aber der wandelt MJ in... Ne, der wandelt Biogas in EU um. Ich brauche aber eher einen, der EU in MJ umwandelt. So ein Generator. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Tja. Warum schlafe ich denn, ich Idiot? Dann hätten doch wenigstens mal diese Idioten hier arbeiten können. Au. Oh Gott, diese Tropical-Mistviecher. Ja, ich lasse da mal ein bisschen farmen. Ich hasse diese Dinger so sehr, ne? Alter Schwede. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aus Sticks werden die Dinger gemacht, okay, aua. Ja, ihr seid cool, wir wissen's. So. Alter. So. Muss ich hier die Farm nochmal abreißen und da auch noch einen Zaun ziehen? Aber die Farm kommt ja sowieso auf Dauer noch weg, so ist es ja nicht. Also die Farm kann ich erstmal so stehen lassen. Die kommt nämlich auf jeden Fall oben rein. In meinem Haus. Sie wollen mich nur wieder stechen. wie heißt denn der Anzug? Wie heißt denn der Imker-Anzug? Ich weiß es gar nicht. Was soll das denn hier alles? Lime Triple Cover. Lime Wool Anti-Cover. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie heißt dieser scheiß Imker-Anzug? Ich gebe einfach mal Suit ein. Suit. Das ist ein anderer. Das ist für radioaktive Strahlung. Wie billig der ist. Ernsthaft. Scheiß Hazard-Anzug. Ey, den kann ich ja jetzt schon zaubern. War aber ein bisschen orangene Farbe. Ja, gelbe und rote Blumen. Das sieht aus wie der von Gordon Freeman, Alter. Ach man, warte mal, wie heißt denn dieser Pornöppel da? Moment, mein Nachbar hat den doch. Ups. Kann ich doch mal kurz gucken, wie er heißt und wie man ihn craftet. Hattest du ihn nicht? Ah ne, er hatte ihn, okay. Armor Stand, okay. Ganz simpel. Armor. Da ist es doch. Iron Ingot, Stone Slab. So. Stone Slab. Und Eisen. Damit hätten wir zweimal die Dinger. So. Wabba. Ja, ich mache mir jetzt noch schnell die Dinger.
Ich muss mir mal kurz eure Blümchen leihen. Habe ich noch mehr Blümchen? Blümchen. Scheint nicht so. Blümchen, so, sollte reichen, oder? Komm, Hälfte nur. Obwohl, ich brauche, glaube ich, einen mehr. So. Habe ich rote und gelbe noch? Ja. Suit. Ich brauche den Suit nicht, aber ich will ihn einfach haben, weil er cool ist. So. Damit hätten wir die Hose. Und damit den Anzug. Hopp. So. Ein bisschen auf und ablaufen, einfach weil wir es können. Dich nicht. So. Geil. Moment mal kurz, es gibt ja auch noch... Ah, wie ging denn die? Boots. Statistic Pubes. Boots. Die wollte ich haben. Ah, mit Wolle auch noch, okay. Dann mache ich mir nochmal Wobber Boots dafür. So. Obwohl, warte mal kurz. Hassamt. Hassamt. Habt ihr echt keine... Na gut, dann mache ich die Wobber Boots. Dachte gerade, die hätten eigentlich noch so einen Helm. Ich meinte, ich hätte den Helm schon mal gesehen, daher wundert mich das gerade. So, Rubber Boots. Ich ziehe den dann auch mal an. Sieht doch recht deutlich aus. Hier könnten wir dann auch noch Rüstung anziehen, aber brauchen wir momentan nicht. Weil momentan brauchen wir die restliche Rüstung, die wir haben. Das sieht creepy aus. So. Die arbeiten nur nachts. Ich habe Angst. Gut. Da wir den Part ja schon wieder leicht überzogen haben, schmeiße ich unten noch die Maschine an. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Also bis zum nächsten Mal bei Projekt Beasttown. Der macht jetzt. Der frisst. Der hat nicht genug Energie, um die sowieso alles zu fressen. Also können wir noch warten. Gut, danke fürs Zusehen, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.